Ja, und zu Hause, da sind aktuell die Küken am Schlüpfen. Ich dachte, ich nehme die Kamera heute einfach mal ein bisschen mit in den Garten und zeige euch so ein paar Sachen hier in dem Gartenrundgang. Und da die Küken heute schlüpfen, habe ich auch die Kamera da mal dazu gestellt und jetzt seht ihr hier ein paar kurze Kükenclips. Ja, und angekommen in meinem Garten machen wir heute einen kleinen Gartenrundgang im Monat September. Wir schauen uns mal die Gartenarbeiten an, die so im September anliegen. Und zwar ist es ja zum einen Ernten. Wir werden aber auch schon für die neue Saison einiges vorbereiten. Und bei dem Video wünsche ich euch viel Spaß und los geht's. Heute übrigens mal nachkommentiert, weil ich die Kamera einfach so ein bisschen mit in den Garten genommen habe. Und ich habe da ein paar Aufnahmen gemacht und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Hier, das ist unser Gemüseverkaufsstand, den haben wir vor unserem Garten stehen. Und da kann man gegen eine Spende über PayPal oder in die Spendenbox unser Gemüse mitnehmen. Sieht jetzt noch relativ wenig aus, aber gleich, wenn wir ernten und auffüllen, dann wird das ein wenig mehr. Ja, aber jetzt schon viele Kürbisse, Kartoffeln und Paprikas. Einige müssen ausgetauscht werden, die waren nicht mehr schön. Und jetzt gehen wir mal hier vorne rein, direkt in die Streuobstwiese. Hier haben wir die Mirabelle, die nennt sie. Und wundert euch nicht, falls es im Hintergrund ab und zu mal piept. Die Küken, die stehen hier in meinem Zimmer und die machen ab und zu mal ein paar Nebengeräusche. Aber ich finde, bessere Nebengeräusche kann man in so einem Video gar nicht haben. Hier dann mal die Feige, die haben wir eigentlich immer an so einem richtigen sonnigen Platz stehen gehabt. Und da ist sie leider eingegangen, weil es viel zu warm und viel zu trocken in diesem Jahr da war. Es war bestimmt vor der Hauswand 50, 60 Grad. Und jetzt steht die an einem besseren Platz und ist ganz gut nachgekeimt. Ja, hier die Streuobstwiese, da wollen wir jetzt rechts gleich einmal mit der Heckenschere dran lang gehen und dann auch den Staketenzaun da weiterziehen. Einmal komplett bis vorne, damit das dann letztendlich ganz eingezäunt ist. Heute nachts hat es geregnet, leider war nicht sehr viel. 4 Liter pro Quadratmeter ist jetzt nicht die Menge. Man sieht es auch hier am Wein, dieses Jahr einfach viel zu trocken. Oben die neuen Triebe, wo wir gegossen haben, die sind schön grün, aber unten. Da fallen die so langsam ab. Die beiden kleinen Weinpflanzen hier ist auch nix. Und hier die Kiwi, das ist quasi echt eine Schande. Da an der Hauswand, genau da stand übrigens die Feige. Und hier die Kiwi, die haben wir ja in Holland mitgenommen. Video findet ihr jetzt oben rechts, haben wir günstig Pflanzen gekauft. Könnt ihr euch mal anschauen. Ja, hier dann die ersten Bäume, die auch wieder nachkommen nach dem Hasenfraß. Wir haben das ja seit dem Frühjahr dran und der letzte Baum hier, der ist jetzt auch nachgekommen. Gehen wir mal weiter rein in den Garten, hier erst zu den Gewächshäusern. Schauen mal, was da so los ist. Und von außen sehen wir schon reife Physalis und eine reife Zitronengurke. Schauen wir mal ins Gewächshaus rein. Von außen hier sieht man schon den riesen Dschungel von den Physalis. Drei Pflanzen sind das und die haben sich wirklich mega breit gemacht. Das ist einmal die Schönbrunner Gold. Und die zweite Sorte, bin ich ehrlich, weiß ich gar nicht mehr. Falls mir gleich nochmal einfällt, blende ich euch sie ein. Ach genau, es ist die Goldita, kann ich noch eben hinterher sagen hier. Jetzt geht's weiter. Zwei Zitronengurken sind sogar geworden. Wie findet ihr Zitronengurken? Also ich finde die ja sehr gut. Arthur hat die auch mal probiert. Auch das Video findet ihr oben rechts. Gehen wir mal durch den Folientunnel durch. Und da sind viele Paprikas, die jetzt gerade ja, am Abreifen sind. Aber es kommen auch noch viele nach. Viele Blüten. Hier die schöne Paprika Hamik, dann die Violetta. Sonne steht übrigens immer sehr gut auf den Folientunneln in diesem Jahr, deswegen haben wir auch eine sehr gute Ernte. Hier die Cubo Orange Block Paprika, die Chocolate Paprika, sehr klein, kleine chocolate-förmige, sage ich schon, chocolate-farbige und kleine runde Paprikas. Hier die Peperoni Sarit Gat. Arthurs Lieblingspeperoni in meinem Garten, er ist ja durchgegangen. Und auch von Dennis zurück zum Garten, die beiden waren ja in meinem Garten. Beide fanden die besonders gut. Und hier, Melonen haben wir gerade gesehen, noch viele, viele Blüten dran. Schaut mal genau rein, es sind echt noch einige. Und Melonen haben wir da auch noch. Eine Zuckermelone liegt direkt hier vor. Und eine Wassermelone etwas weiter darin. Insgesamt haben wir, glaube ich, sogar sechs
Bis 9 Wassermelonen noch da drin, einige kleine habe ich gar nicht mitgezählt, so wie dieser Fruchtansatz gerade. Und da wächst auch noch eine Gurke und eine Aubergine zwischendrin, aber die Wassermelonen hier, die haben schon ja ordentlich reingehauen. Da sind schon einige noch, gerade hier in der Ecke, wo sie dann nicht mehr weiter wachsen konnten, haben die sich so ein bisschen gesammelt und da bilden sich jetzt die ganzen Früchte. Ja, dann geht's weiter mit den Erdnüssen. Die habe ich in diesem Jahr eher quasi in der dritten Saison. Erdnüsse im ersten Jahr hatte ich eine Handvoll, im zweiten Jahr keine und in diesem Jahr weiß ich noch nicht, wie es aussieht. Die vorderen, die sind von den Hasen immer mal wieder zurückgefressen worden, aber es kommt ja auf die Blüten an, die sich dann in den Boden absetzen, wo sich dann die Erdnüsse dran bilden. Hier ganz viele Paprika Kiras, meine absolute Lieblingspaprika. Nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch in diesem Jahr. Gibt viele leckere Paprikas, aber diese Spitzpaprika, ich mag sie einfach am liebsten. Super ertragreich und sehr, sehr lecker. Dann haben wir hier die Chilis. Die sind jetzt nicht ganz so lecker für mich, aber ich finde, die sehen am optisch besten aus im Garten. Hier die Lila Luzi zum Beispiel, sehr schöne Farben, aber auch hier die Brazilian Starfish Orange, also die, ja, ist eine sehr schöne Sorte. Also kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Sehr ertragreich, genauso wie diese. Prairie Fire heißt die übrigens und dahinter sind die Palmen, die ich dann von Gran Canaria mitgenommen habe. Auch die kommen mittlerweile, ja, muss natürlich immer Wasser drauf, aber im Folientunnel optimales Klima für so Palmen. Ja, und hier im Gewächshaus, da sind die Tomaten sehr ertragreich in diesem Jahr. Das größte Problem ist da nicht die Braunfäule wie in jedem Jahr eigentlich, sondern in diesem Jahr, dass der Ertrag viel zu viel ist und die Trockenheit dann noch dazu kommt. Also vertrocknete Tomaten, Sonnenbrand ist sehr viel und durch den Ertrag auch abgerissene, ja, Tomatenhaken. Ich bin eigentlich immer gut ausgekommen mit diesem dünnen Jutegarn, aber in diesem Jahr hat es nichts gebracht. Hier sehen wir zum Beispiel die Yellow Pear-Shaped. Beziehungsweise es ist die Indigo Pear Drops, was ist dieses Anto, dieser Farbstoff Anto sowieso mit drin. Deswegen heißen die Tomaten hier alle Anto oder Indigo. Genau, und hier einmal durchgehen. Es sind noch recht viele. Das ist übrigens keine Kraut- und Braunfäule im Hintergrund. Das sind Trockenschäden. Und es ist schon sehr schade, weil es sonst eigentlich ein super Tomatenjahr ist. Kaum Schäden, keine Kraut- und Braunfäule. Jetzt im letzten Jahr, zu diesem Zeitpunkt, war das Ganze schon weg. Und was man hier sieht, das sind die Gründünger. Gründünger kann man jetzt gerade optimal ausbringen. Was das ist, wie man die anwendet und wie man damit natürlich seine Beete düngt. Auch das Video oben rechts in der Infokarte verlinkt. Schaut mal rein. Und hier sehen wir noch die kleinen Gelbsenfkörner, die gehen auf. Ein paar Kartoffeln, die sind leider dazwischen kaputt gegangen. Und hier das, was da kommt, das sind die Lupinen. Die gehen auch jetzt endlich auf. Jetzt ist es mal ein bisschen nasser. Es hat einmal geregnet. Wir sprengen die Fläche regelmäßig mit unserem Bewässerungscomputer morgens. Und da, wo der Sprenger steht, hat man im Hintergrund schon gesehen, kommt der Grüne gar ganz gut. Hier die Hochbeete haben wir ja neulich noch mit Wintergemüse bepflanzt. Auch da gibt es ein Video zu. Schaut einfach mal auf meinem Kanal. Momentan viele spannende Videos. Unter anderem, wie wir die Hochbeete jetzt im September nochmal bepflanzt haben. Selbst die Erdbeeren blühen in diesem Jahr zu diesem späten Zeitpunkt nochmal. Sind noch Fruchtansätze dran. Also, echt Wahnsinn. Den Rhabarber, den habe ich hier von Arthur auf der Botanika bekommen. Hab den spaßeshalber mal in ein Hochbeet gepflanzt und auch das hat sehr gut geklappt. Hier die leeren Hochbeete, ja, sehen optisch noch leer aus, aber sind ja alle im letzten Video bepflanzt worden. Dann schauen wir hier auf die Beetfläche links, jetzt auch gefräst, alles abgeerntet und Grününge ausgebracht. Die Tempo-Grünmischung ist da meist mit drin, Gelbsenf, aber auch Buchweizen. Ja, und der Staketenzaun, der hier stand, der ist auch weg, haben wir alles abgemäht und der Staketenzaun, der kommt jetzt nach hinten zur Streuobstwiese, damit wir das eingezäunt haben. Dann können da zum Beispiel mal die Hühner mit in den Garten oder auch mein Hund. Ja, und dann hier ein bisschen Salat oder ein bisschen viel Salat ist auch noch in den Beeten drin. Eine Pflanze Mangold und diesen ganzen Salat, den können wir auf jeden Fall in nächster Zeit noch ernten. Das Wetter, das ist so ein bisschen im Umschwung. Also wir haben jetzt noch Sonnenschein. Ich gehe mal noch ein paar Meter zurück. Hier sieht man das, die Sonne noch schön am Schein. Aber wenn wir jetzt mal nach rechts rüber schauen, da kommen schon die ersten Regenwolken rein und es soll heute Abend sogar noch gewittern. Aber bis jetzt, ich bin gerade beim Nachkommentieren. Um 19:36 Uhr ist immer noch nichts da. Eigentlich war für 18 Uhr Regen gemeldet. Also das ist schon wieder vorbeigezogen. Und man hat es hier gesehen, sehr groß ist der Trockenheitsverlust in diesem Jahr. Die Ahornbäume da im Hintergrund ziehen den Rasen, das ganze Wasser weg und natürlich auch den Obstbäumen. Sehr schade. Hier mein Vater, der hat hier in diesem
Video nochmal ein bisschen mitgeholfen, dass wir den Staketenzaun hier gleich dran langziehen können. Der hat noch ein bisschen mit der Motorheckenschere die Bäume beschnitten, dass wir da den Staketenzaun möglichst gerade dran langziehen. Und hier diese Aufnahme, die hat meine Freundin gemacht und ich sehe die gerade selber das erste Mal. Schöne Aufnahme von den Ernten. Und jetzt sehen wir das Ergebnis vom Staketenzaun. Hecke ist weggeschnitten, Staketenzaun davor und jetzt ist das gesamte Stück quasi eingezäunt. Hier links nochmal den Trockenschaden, da ist es echt am meisten. Der große Ahornbaum zieht da super viel weg und ja, mit dem Tor hier haben wir jetzt damit einen separat eingezäunten Bereich. Auch gut für die Hasen, mag man meinen, aber an manchen Stellen bei den Staketenzaun kommen die dann doch durch. Und hier die Ernte seht ihr jetzt nochmal in der Übersicht. Die ist jetzt auch vorne in unserem Gemüseverkauf. Also falls ihr Interesse habt und aus Lingen kommt, kommt gerne mal vorbei bei unserem Gemüseverkaufsstand. Ja Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal etwas anderes. Und lasst aber gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder in einem Kommentar schreibt mal, wie es bei euch momentan so im Garten aussieht, ob noch mächtig was los ist. Und hier kommt jetzt zu meinem Kanal. Hier könnt ihr den abonnieren. Und hier kommt ihr zum Video Wintergemüse anbauen. Sehr spannendes und aktuelles Thema noch. Schaut mal rein. Ciao. Und ganz wichtig, Glocke abonnieren. Ach nee, gar nicht mehr Glocke abonnieren. aktivieren.